So, ich sage immer so. Heute möchte ich Negative digitalisieren und da habe ich mir gedacht, na, da kann ich es gleich sagen, wie ich das mache. Ich verwende dafür von meiner analogen das Praktika 50 mm 1,8. Ich habe dann Zwischenringe und zwar sind das 25 und 12,5 mm. Ich nehme dafür die 25 mm. Die können wir inzwischen weg da. Dann habe ich da einen Adapterring für die EOS. Das passt da wunderbar drauf. Wo haben wir den roten Punkt? So, bereit. Und dann habe ich da die 650. Und da haben wir das jetzt drauf. Erster Teil ist erledigt. Für den nächsten Teil habe ich da noch aus früheren Zeiten diesen Diakopiervorsatz. Der ist baugleich wie der von, ich glaube, Zeissikon hat den auch so hergestellt. Schaut sogar die Verpackung gleich aus. Und da brauche ich eben diesen Teil. Diesen Teil. Und dann habe ich mir da noch so was gebastelt. Und da brauche ich das. Und das und das. So, können wir das einmal weg tun. Dann habe ich da diese Vorrichtung, also so Profilstücken, die hat es um ein paar Cent gegeben im Abverkauf, Resteln. Ja, und das ist jetzt da so. So, da schraube ich mir jetzt diese Schraube da hinein. Das passt da genau in diese Schiene hinein. Und da ist da vorne noch so ein Knopf, damit das gewährleistet, dass ich das immer, sieht man so besser, dass es immer gleich weit hineingeht. Dann schauen wir das dazu. Passt, erster Teil ist fest. Der Teil gehört genau da vorne drauf. Den kann man dann da in der Höhe verstellen. Das ist die Klappe, wo man entweder die oder die Negative einspannen kann. Und den Balken sieht man nachher. Und dieses Holzstückerl, das tue ich mit der Schraube genau da in das Stativgewinde. Er hat damals ziemlich geschaut, wie ich eine Zollschraube haben wollte. Da war ich, glaube ich, der Erste gewesen in dem Geschäft. Das war nämlich ein Metallwarenhändler und nicht ein Fotogeschäft. Ja, und dann habe ich da das Glück. Das ist also ein Nutenstein, sagt man da dazu. Der passt genau in diese Profile da hinein. Der passt genau da hinein. Und ich habe mir das einmal so ausgemessen, wenn ich den so weit vorschiebe, dass der Holzklotz genau an diesem Diakopierer ansteht, dann passt es. Da kann ich jetzt mit einem Inbusschlüssel das mäßig anziehen. Und dann der nächste Schritt ist Deckel runter. Brauche nicht mehr. Und dann ist hier der Balken. Da schaut es erst, dass das genau unendlich ab. Genau da vorne dieses Filtergewinde festgeklemmt, unendlich, Blende 11. Und dann schaue ich meistens noch, ob die Höhe passt. So, das kann nicht umkippen. Das steht dann so da. Ich kann mich da hersetzen,
Wenn die Kamera dann eines, machen wir das mit dem Blitz. Und der Blitz steht dann ungefähr in der Entfernung da. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das eh schon eingestellt gehabt, ein Achtel Leistung. Die Kamera habe ich eingeschalten auf, oder eingestellt auf, naja, siehst du, gut, dass wir schauen, ISO 100 und von der Zeit her nehmen wir 200 und Weißabgleich nehmen wir Blitz. So. Das setze ich mir besser so her. Zack. Und ich habe das vom letzten Mal noch so eingestellt, dass das, der löst den dort vorne aus. Da muss ich noch einstellen und bereit ist es. Der löst den aus. Wunderbar. Alles klar. So, jetzt brauchen wir da nur mehr den Blitz nochmal einschalten. Der ist jetzt da aufnahmebereit. Die Taschenlampe leuchtet mir genau da auf das Negativ drauf. Ja, und bei meinen Negativen, die ich da heute digitalisieren möchte, muss ich gar nicht so sonderlich aufpassen. Da habe ich nämlich einmal eine Überschwemmung gehabt und da sind die an diese Hüllen da angepickt. Kann man das erkennen? Nein, mir tut es sehr zu viel. Aber lustig war das, dass das damals ein 12-Bilder-Film war. Jetzt habe ich mir da noch die richtige Reihenfolge hergerichtet. Und dann schaue ich mal, was sich da digital noch retten lässt. Also. Live View. Negativ da vorne rein. Ein Probeschuss. Passt. So, das war's.